48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, ja, drei Zielfische, da ist er, und ein Pokal. Check. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventer in Fishing. I'm Adventer, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur zweiten Folge des YPC Boat 2024 und damit zur zweiten Hälfte des ersten Angeltages in der favoritengespickten Gruppe A. Momentan führen die Altmeister von CWC mit bereits 6 Wertungsfischen, darunter ein starker 71er Zander. Auf Rang 2 liegt das Team der Fisch und Fang, für das von Barsch, Hecht und Zander schon je 2 Exemplare zu Buche stehen. Birger und Gregor können sich also aussuchen, mit welchen Zielfischarten sie die Karte vollmachen wollen. Dahinter folgen Roughneck und Nace mit jeweils 5 Wertungsfischen von Fish Explorer und Bullseye, die zwar weniger gefangen, dafür aber die beiden bisher punktstärksten Fische auf dem Board haben. Ihr merkt, trotz des anstehenden Sturmes und der dadurch bedingten Vorverlegung des ersten Angeltages haben hier alle Teams gut ins Turnier gefunden. Bevor wir in die zweite Halbzeit starten, schauen wir einmal kurz auf die Karte. Team Roughneck hat auf dem Hollands Deep begonnen, ist mittlerweile aber im östlichen Haring Fleet, genauso wie Team Fish Explorer und auch CWC, die sich in der Nähe der Spui-Mündung aufhalten. Fisch und Fang angelt als einziges Team noch im Hollands Deep. Team Nace ist im westlichen Folkerak unterwegs. Bullseye angelt am selben Gewässer ganz im Osten. Willkommen bei der zweiten Folge vom YPC Boat 24 im Boot von Team Bullseye. Wir sind an der gleichen Barstelle, wo wir vorher aufgehört haben. Langsam merkt man halt schon, dass der Tag voranschreitet. Nicht, dass wir nervös wären. Bis jetzt noch nicht tatsächlich. Aber jetzt wäre es dann schon mal Zeit, dass wir wenigstens einen Barsch kriegen. Wir versuchen gezielt größere Barsche zu fangen. Wir haben jetzt aber natürlich die Fänge in der Gruppe verfolgt. Heute scheinen die großen Barsche nicht in Laune zu sein. Bis jetzt. Wir bleiben dran. Aber es ist auf jeden Fall möglich, Barsche zu fangen. Wir hoffen, dass es die Großen sind. Oh, I missed a really good perch. Oh, just here, over 40. Jesus, look at my, look at this one. I saw the fish, everything. Slowly, just when I let touch it up, boom, I had it up to the surface. Jesus, that fish we need. Then they are here. We're gonna take them. We're gonna take them. Yeah, of course. Jesus. Neue Folge, neues Glück. Wir angeln weiter auf Barsch. Das ist unsere Haupttaktik. Dann werden wir noch versuchen, Zander zu angeln und hoffentlich auch einen Hecht zu fangen. Aber das Hauptziel ist erstmal, die Barsche in vernünftigen Größen zu haben. Fisch on. Oh, ja. Und das ist der erste Fisch, gleich der. Leider. Was? Kein allzu großer. Egal, Zander wäre geil. Nee, ist ein Barsch, glaube ich. Ja? Kleiner Barsch wäre nicht so geil. Oh, na, das ist ein kleiner Zander. Petri Vecchi, ey. Ja, der hat ganz genau Maß. Echt? Ja, so klein? Ja, genau 42. Besonders groß ist er leider nicht, aber ein paar Punkte gibt er. Der darf gleich wieder zurück und hoffentlich klappt es dann auch. Endlich jetzt mal mit ein paar großen Fischen. Nach einem halben Tag ohne Ausnahmefisch herrscht schon etwas Unruhe bei Nace. Auf dem Boot der Fisch und Fang zieht Gregor einige Schrauben nach, nachdem Birgers Rute kurz vor Ende der letzten Folge Bekanntschaft mit dem E-Motor gemacht hatte. Das hat jetzt ein paar Minuten gekostet und ey, läuft wieder. Standardreparatur an dem Boot. Passiert uns wirklich oft. Ja? Ja, bei Keschern, ey, einer wirft immer die Rute. Ist ja klar, es muss schnell gehen. Man will das Fisch nicht verlieren.
Meistens ist das so, dass die Fische kurz vor dem Kescher bzw. kurz vor Bord aussteigen, da lässt man einfach alles liegen und dann passiert das. Boot dreht in andere Richtung oder so und verwickelt sich alles in Propeller. Aber ja, 2 Minuten hat uns das gekostet und Rutenspitze. Und wobbla. Und wobbla. Also jetzt stehen wir hier mitten drauf, das Flachwasser. Hier ist dieser Rücken, der geht also jetzt in diese Richtung. Da mache ich jetzt mal ein paar Würfe drauf mit dem Barschbaron. Vielleicht schwimmt hier ja auch so einer rum, ne? So, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir jetzt hoch zu uns nochmal weiterfahren Richtung Meer sozusagen, also weiter nochmal hoch ins Haringsvliet. Denn wir haben dort oben noch einen Spot, der hat uns im Training jedes Mal einen Meterfisch beschert, also Hecht, aber pelagisch. Das heißt, wir werden dort die Live-Hour bzw. Power-Hour nutzen. Und der Spot liegt super nah neben einem Zander-Spot, wo wir auch noch 2 schöne Zander hatten. Das heißt, unser Plan ist es einfach, dorthin zu fahren, zu gucken, sind die Hechte aktiv, hoffentlich in der Power-Hour 1 bis 2 große Fische zu fangen dort. Und dann einfach dort noch mal kurz ein paar Würfe für Zander zu machen und dann einfach schauen. Weil uns ist wichtig, wir brauchen die großen Hechte, weil die können wir im Fluss nicht fangen, beziehungsweise haben wir unsere Spots nicht dafür im Fluss. Im Fluss sind Barsch und Zander machbarer. Und deswegen müssen die Hechte heute her. Und bringen gut Punkte. Und bringen gut Punkte. Gerade die Größe oder die Größe der Fische, die wir verloren haben. Ich wollte es gerade nicht sagen, ja. Aber ja. Aber ja. Dranbleiben. Aber gut. Let's try, let's go. Auf geht's. Bonusfisch. So, sind wir genau bei 52. Sehr wichtige Punkte und der darf wieder nach Hause. Der Petri Tim. Sauber. Der erste Barsch, eine leichte Erlösung. Der kann auf jeden Fall schon richtig krass Geschichten erzählen. Der ist angeknabbert. Ja. Ja. Aber ist doch ein schöner Fisch und vor allem kann er wahrscheinlich Geschichten erzählen, wie er einem Hechtmaul mit hoher Wahrscheinlichkeit entkommen ist. Ein 34er Barsch in der Wertung. Petri Tim. Und jetzt fangen wir noch mehr davon. Der darf wieder schwimmen, weil der muss noch seinen Enkeln und Urenkeln irgendwas erzählen. Und vielleicht darf ich ihn wieder fangen, wenn er dann 50 ist. Der nächste hat 43. Dann den nächsten drehen wir rum, ja. Oh, jetzt komm, nimm nochmal. Hier ist gut Fisch, ja. Hier ist Fisch, aber die sind echt so picky. Bemerkenswert ramponierter Barsch, aber immerhin ging es schnell wieder ins Wasser. Derweil haben Lukas und Marco ihr soeben erklärtes Ziel erreicht. Es ist Power-Hour-Zeit. Wir haben hier auf dem Stück eine ganz extreme Kante, die fällt von 2,5 Metern runter auf 15 Meter. An dieser Kante haben wir tatsächlich einige gute Hechte gefangen, auch ein paar Zander, aber nicht pelagisch. Die Hechte standen wirklich schön an der Kante, man kann sie anwerfen im Freiwasser oder eben anpendeln pelagisch. Ich mache so eine Kombination draus, mit einem Bassboot lässt sich in der Regel nicht ganz so entspannt pelagen, wie es jetzt mit einem Pinnen-Aluboot zum Beispiel geht, aber dadurch, dass wir nicht so viel Wind haben und wir uns in den Wind stellen, kann ich trotz alledem mit dem Ultrax, wo der Geber dran ist vom LiveScope, kann ich schön rumsuchen mit meinem Fuß und wenn ich den Fisch gefunden habe, ihn schön mir ranholen. Und ich persönlich mache am liebsten eine Mischung aus Sharpshooting, also den Fisch anzuwerfen, und Pelagen. Es ist ein bisschen situationsabhängig, aber ich nehme in der Regel immer das, was mir vom Bauchgefühl her dann in dem Moment am besten passt, von der Entfernung, von der Art, wie der Fisch sich bewegt. In der Regel funktioniert es ganz gut und dementsprechend starten wir jetzt unsere Power Hour.
So, und während Lukas pelagisch fischt, werde ich versuchen, im Freiwasser etwas zu angeln. Je nachdem, wo er steht, wenn er etwas tiefer steht, werde ich die Kanten abwerfen, werde größere Gummis einleiern. Und wenn wir in Richtung Flachwasser sind, dann werde ich etwas jiggen. Hab hier ein 14 Gramm, ein RT-Shirt und werde mal schauen, ob wir dort ein paar Zander fangen können. Mal schauen, was geht. Alter Marco, da war gerade ein Fisch. Ich habe den random angetroffen, der hat sofort reagiert und kam. Aber der war nur auf 2 Meter Tiefe, deswegen war das gerade ein bisschen arg. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, Fisch. Hi? Small pack. Small pack, but it's fish. It's okay. Yes, okay. Man. Okay, good job. On the prey one. Prey one. Yes, good. Okay. Putain, j'ai la bonne casquette en plus. Mais un beau brochet 78. Heute holt Steve alles raus. Unglaublich, der Typ. Bon ben encore un bon choix de leurre. On a commencé à pêcher la zone ici pour la recherche du brochet avec des gros leurres. On n'avait pas de touche. Mon collègue Stéphane prend une touche là-bas un peu plus loin sur un pré-one comme celui-ci, couleur chartreux. Et si je change de leurre, je lui dis, à mon avis, il faut passer sur un plus petit leurre. Voilà, je fais 3 ou 4 lancers, peut-être 5 maximum, et je prends le brochet de 78 avec cette taille de leurre, 14 cm. Ok, voilà, good. Der nächste gute Hecht für Steve, und diesmal trägt er sogar die richtige Kappe. Gregor und Birger verfolgen derweil denselben Plan wie Roughneck. Sie wollen einen großen Hecht bekommen und wechseln dafür ebenfalls von Hollandsdieb ins Haringfleet. Auf der Fahrt beweisen sie, dass Turnierstress und stilvolles Frühstück sich keinesfalls ausschließen müssen. Ja, was wird das? Ja, was? Ich? Mit der Haare so oder was? Ja. So, fertig. Ja. Mit viel Liebe. Ja. Geschmiertes Sandwich. Hotdog. Was meinst du? Soll ich dir eine Suppe? Ich hab dir gestern Wrap gemacht. Suppe kochen jetzt oder was? Eierbraten. Ich dachte Frühstück mit gekochten Ei und so. Das ist echt stumm. Kommt mir vor wie ein Kormoran, Alter. Fisch. Kein groß, aber 22 wird er haben. Ja, glaube ich nicht. Ja, der hat, was hat der nicht hin? Hat er 22? Gigant. Gigant. Oh. Er hat sogar 23,5. Da ist er. Da geht er. Jetzt sind wir an unserem Hechtplatz angekommen. Das ist ein Plateau. Mittendrauf. Wir stehen jetzt hier vor dem Plateau. Es ist so ein relativ langgezogener Rücken, der ist hier so mittendrin. Dieses rote, flache. Und da fahren wir einfach mal an der Kante entlang und werfen drauf. Da steht Kraut drauf und vielleicht Hechte drin. Hoffen wir mal. So, der Gregor habe ich schon gesehen, angelt mit einem Crank, flachlaufenden. Das hat die letzten Zeit immer ganz gut funktioniert. Ich werde was mit Spinnerblättchen dran machen, in dem Fall Hechtgranate, 30 Gramm. Ja, Barschdekor, da kann man eigentlich nie was mit falsch machen. Ne? Und dann schauen wir mal, ob die bissig sind, die Kollegen. Handy weg und Köder rein. Verloren. Richtig guter Fisch verloren. Weißt du warum? Weil ich auf die fucking Bremse gekommen bin. Fuck, auf die Fisch. Die Ruder war richtig großer drum. Fisch. Fuck. Das war ein Zander, glaube ich. Ey, und der Haken ist stumpf. Ich brauche unbedingt einen Hakenschleifer. Ja, sehr ärgerlich. Gerade einen schönen Biss gehabt. Wunderschönen Biss. Richtig schwer Widerstand. Das wäre auf jeden Fall der größte Fisch für heute gewesen. Aber, was sagt man so schön? Bisse kann man nicht braten. Aber es gibt natürlich ein bisschen Mut für den Spot hier. Weiter geht's. Nice. 65.
Alter, das ist richtig groß, Alter. Ja. Echte Beißen, ich sag's ja, ey. Beste Entscheidung. Oh ja, oh, Drehlock. Boah, Meterfisch. Ah, jawohl! Schabum! Was eine Kanone, ey! Crank for Big Tank! Boah! Delivered! Ey, das ist voll die Maschine, Gregor! Ja, super! Boah. Alter. Schau mal, dem Kleinen. Jawohl! Hey! Und ihr schaut jetzt gerade YPC-Boot 24. So, was sagt der Maßband? So. Hoho. Meter? 3. Ne? Ja. Meter 3, Punkt. 3. Ey, der sah viel größer aus. Ja, weil ist sehr aber dicke super. Fisch. Sehr, ey, sehr super. Dicke Fisch. Ha. So, die kleine Mutti darf wieder schwimmen und so schnell ist sie weg. Das war aber, jetzt überall hängt noch Schleim, das war aber sehr schnelle Aktion. Habe ich neu gebunden, einmal geworfen, direkt unter dem Boot hat er reingescheppert auf dem Crank for Big Tank. Boah, gestern habe ich das Angeln gehasst, heute liebe ich das Angeln. Wobei, die beißen heute und da werden andere auch noch einen großen Hit fangen. Wir fangen schon drunter. Geil, Mann. Nochmal polnischer Foxtrott oder was war das? Ja. Bauchdance. Der Bauchtanz vom Feinsten. Ja, kann sich's erlauben jetzt. Yeah, Mann. Karte voll. Und zwar so richtig gut. Birger will noch nicht zu viel Enthusiasmus aufkommen lassen, aber für diese Granate kann man schon mal tanzen. Richtig starker Fisch, Vollkart und Führung für die Fisch und Fang. Bei der Konkurrenz dagegen ist man beim Blick aufs Handy inzwischen ein bisschen konsterniert. No. Oder? Gregor Hecht, Fischexplorer Hecht. Das ist eine Scheiße, ey. Mein persönlicher Mojo von meiner Frau. Also der bringt uns heute richtig viel. Vielen Dank, Schatz. Vielen Dank. Das ist der Übeltäter, der Crank for Big Tank. Und wie man sieht hier, wir stehen dicht vor dem Plateau. Also Kraut ist schon in Wurfweite. Hier geht aber noch tiefer. Und habe ich mich entschieden, jetzt ein bisschen, ja, zuerst vor dem Kraut werfen und die Kante abfischen. Ja, das ist der Result. Ne? Und wieder Chartreuse heute. Ja, Chartreuse. Ey. Das zeichnet sich schon durch den ganzen Tag. Chartreuse, ja, Farbe, ja. Die läuft. So, dann machen wir weiter. Ich habe mir das Training über jeden Spot gemarkt, an dem ich einen Hecht gesehen, als Follower oder gefangen habe. Und somit fischen wir jetzt wirklich gezielt diese Flächen ab, damit wir die Chance so hoch wie möglich setzen, dass wir in unserer Power Hour wirklich explizit den Fisch auch finden und nicht erst noch rumsuchen müssen ewig, sondern wir wissen, in der Area sind sie. Dann lässt sich das Suchen und das detaillierte Rauspicken der Fische dann deutlich schneller und einfacher machen. Riesenfisch, richtig großer Fisch. Richtig großer Fisch. Jawohl, Alter. Alter, habe ich mit dem rausgepickt, ey. Boah, der stand voll zwischen Steinen. Stark. Ist ein Riesenfisch, Alter. Ist ein richtig großer Fisch. Ganz cool bleiben. Alter Vater. Boah. Ja. Richtig guter Hecht. Oh Gott. Einfach fokussieren. Ja! Congrats, Mann. Immerhin ein Plan. Stark, Lukas. Oh, bam! Oh, das war jetzt mal nach Plan. Und der stand original zwischen den Steinen, so auf 7-6 Metern. Und ich guck drüber und denk mir so, ist es ein Fisch? Guck nochmal drüber. Und dann siehst du, wie er so ganz leicht hochkommt.
Ich so, jawohl. Runde gelassen. Bin ich hin und hab ihn ganz langsam Oh Mann, ist das? Diese Angelei ist so krank, Mann. Ich geb dir die Zange schnell, Lukas. Stark. Congrats, mega. Jetzt müssen wir sie aufklappen. Ja. Alter. Darauf haben wir gewartet. Stark. Oh, der ist auch fett as hell, Alter. Junge, das ist ein richtig, richtig gesunder Hecht. Achtung, der will. Alter. Hast du ihn? Sorry, Leute. Alter, hat er den auch weggenommen. Wir haben den Meter. Was haben wir? 1,5 Meter. 1,5 Meter. Ja, eindeutig. Ganz genau. Lukas. There we go. Alter, ist der Fisch fett. So gut genährt. Wahnsinn. So. Dann darf die Madame wieder zurück in ihr gewohntes Umfeld. Boah, ist dieser Fisch fett und wohlgenährt. Ey. Und schön ist er, ne? Applaus gab's auch noch hinterher. Oh, was für ein Stein. Lukas. Wäre es ja nicht so viel, Tortief hätte man auf dem Boden aufkommen hören. Wahnsinn! Nervenaufreibende Szenen, selbst nach dem Drill. Letztlich mit gutem Ausgang für Lukas. Der zweite Meter plus Hecht und absolute Big Points für Team Roughneck, das damit auf Platz 3 vorrückt. Und ich muss anerkennen, Birger hat mit seiner vorhin etwas pessimistisch wirkenden Vermutung recht behalten. Also nicht die einzigen mit einem Meter Hecht. Ja. Der Lukas hat auch 1,5 Meter gefangen. Sag ja, die Dinger sind heute scharf. Wer weiß, vielleicht wäre jetzt gerade die Power Hour sensationell, aber das ist halt sein. So. Nein. Aber gut, mit 95 müssen wir uns da auch nicht verstecken. Ja, ne? Ja, das ist ein solider Hecht auf jeden Fall. Wir müssen uns ranhalten, das denn. Ich glaube, alle fangen gut, außer wir. Fisch. Dicker Barsch. Dicker Barsch, dicker Barsch, dicker Barsch. Komm weg, komm. Hol den rein. Wow. Yes, wow. Das sind die Barsche, die wir brauchen. Check. Boah. Der ist 41. Boah, endlich das denn. Boah, das tut gut. Yes. Oi, oi, oi. Hat er 50? Könnte haben. Überbleiter Datschik mit einer Nidel, 3,5 Inch. Hat den Fisch gebracht, ganz schnell vermessen. Ich halte den mal hier fest. So, 0,5. Da über 0,5, warte. Wo ist er dran? Nee. 48. 48er Barsch, naja. Nicht so schlecht. Der tut gut. Der gibt Punkte. Der gibt Punkte, ja. Selbstvertrauen. Das war jetzt mal nötig. Echt lange gebraucht. Hoffentlich ist jetzt der Knoten geplatzt. Ja, lassen wir den zurück. Tschüss, Großer. Nidel, 3,5 Inch. Super. Becky? Sehr gut. Reporten. Jo. Das Sorgenkind schlägt zurück. Erster großer Fisch für Team Nace, das trotz des leichten Unmuts bei Felix und Dustin eigentlich gar nicht schlecht dasteht. Naja, die Konkurrenz nimmt's beinahe beiläufig. 48. Naja, das Wort zu erwarten war nur eine Frage der Zeit. Steht's drüben? Nee, da ist er. Nee, der ist nach hinten gefahren. Da ist er weg. Petri? Wir fangen jetzt einen 49er. Dann auch einen 50er. Dann auch einen 50er. Und noch einen 50er. Ah! We thought the perch was easy. It was. Yeah. Until the weather changed. Do like this. Go. I think we can go with the trolling motor slowly like this and just cover the area here. Oh, fish. Good one. My friend. I set the hook so good on this one, I can tell you that. This is a nice perch. I think it's over 40. Easy on me. Think so. Good take. Yeah, it's a big one. It's a really big one. Lift your rod. Yeah, but
It's in the net. It's a super big one. Yes, yes. This is a 50 perch. Yeah, I know. I can see that. I know, he says. I know. Well, keep on casting because they always go a couple. Slowly retrieved with a pig hula. Motor oil with a pigster trailer. It's a 50. 50 half. That means 51. Is it? Yeah. David? Yeah? 51. Now we release her. Super fish. 51 on Big Hula. Die Dickbarsche kommen doch noch raus und nachdem Truman einen verpasst hat, bleibt dieser hängen. CWC übernimmt die Führung, obwohl anders als bei der Fisch und Fang noch ein Wertungsfisch zur Full Card fehlt. Gregor ahnt schon wieder Böses. Jirga, mein Handy hat vibriert. Ja. Du weißt, was das ist. Ja, ich weiß. Das ist nichts Gutes. Warum guckst du auch dauernd? Ist doch egal, weiter angeln hier. Truman CWC, 51er Perch. Oh, der ist stark. Es scheint, als würden die dicken Barsche aktiv werden, wenn wir mal in die Gruppe schauen. Die 51er Barsch, Truman, sehr geiler Fisch auf jeden Fall. Truman, ja. Boah, na, da freue ich mich. Das ist natürlich, für ihn ist halt geil, ne? Dutch Perch are the best. Truman. Truman ist schon wieder so. Der ist schon wieder sowas von dem Beast-Modus heute, ey. Das ist ein Wahnsinn. Ey, make slow, Truman. Oh fuck, 51er, ey. Es geht Fiske. Hingert auf ein bra Fiske. Bra Fiske. Bra, bra, bra. Niente bra. Il store a bore. Oh, store, Heli Wettre. Oder wie auch immer. Heli Wettre. Schwedisch müssen wir noch üben, ja. Aber. Da muss man was ein bisschen nachbessern mit die Barsche. Ja klar müssen wir nachbessern, das macht aber nichts. Das machen wir alles noch, Gregor. Kein Thema. Wir haben noch gar nicht richtig Barsche geangelt. Ja. Ich muss mal alles auf Zander und Hecht fokussieren. Ja, Hechte können wir definitiv da fangen. Große auch? Hast du gesehen, was für große Fische da kommen jetzt? Ja, da siehst du ja, wie wir uns jetzt auch mit den Barschen abquellen. Ja. Kann alles auch nicht immer so einfach. Na ja. Eigentlich war es hier draußen die letzten Tage auch super einfach, irgendwie Barsche zu fangen. Ja, aber muss man sagen, große haben wir auch nur hier gefangen, ne? Ja. Der andere 44, der war jetzt auch nicht so groß. Würde ich jetzt auch nehmen, aber... Ich glaube, wir haben hier schon eine gute Chance auf den Zander noch. Fisch! Ist quer gehackt. Ist die Hose? Ja. Aber war ein guter Biss, aber es ist quer gehackt durch. Also die Kopfschläge sind brutal. War ein Barsch, oder? Ja, nein. Jawohl, nicht quer gehackt. Yes! Yes! Ist nicht riesig, aber. Ja, aber der hat auch. 43, 44. Ja, mindestens. Wieder auf die Niede. Da ist er. 3,5 Inch. Schöner Fisch. Puh. Ja, 45 würde ich sagen. So. So, ist doch ein schöner Fisch. So, und zurück, der Gute. Puh. Yes. Jetzt kommen wir irgendwo hin, wo es Spaß macht. Sehr gutes Augenmaß, der Mann. Nace schiebt sich mit dem zweiten sehr guten Barsch an Roughneck vorbei. Auf deren Boot laufen die letzten Sekunden der Power Hour runter. Nein, das ist genau der Fisch, den wir noch gebraucht haben. Fuck. Ist genau dasselbe Szenario. Ist nochmal so ein Monster, ey. Und er reagiert? Ja, aber. Also, ich habe gerade nochmal so einen großen Hecht hier aus den Steinen gefunden.
Und der hat jetzt auch echt krass reagiert. Der hat auch einmal gebissen vorhin ganz kurz. Der Stich hat den Stinger ausgelöst. Aber er war immer noch relativ interessiert dran. Boah, mal schauen, ob ich den noch mal kriege. Aber ich glaube, der hat Lunte gerochen. Wenn man Hecht fangen will, muss man ein bisschen mehr so angeln. Unser Kumpel ist Stefan. Das ist aber ganz schön anstrengend, ey. Wie macht er das? Das ist krass. Mag das halbe Stunde, also Bandscheiben voll. Oh, mein Kreuz. Mein Rücken macht nicht mehr schon mit. Nach zwei Tagen trainieren, angeln. Und die Nervosität. Brauche ich eine kleine Pause. Viel hilft es auch nicht, aber wer kennt das schon nicht? Der zieht das ja durch, tagelang. Ja. Aber der ist auch immer ready, wenn ein Biss kommt. Junge, Junge. Oh, ein Mistball! Uiuiuiui! Power Hour ist rum. Krummer Rücken vom auf dem Bildschirm starren ist vorbei. Es war effektiv am Ende doch. Wir haben einen Fisch mit 1,5 Meter. Ich habe gerade vorhin noch mal einen wirklich großen Fisch hinterher gehabt. Das wäre natürlich, und er hat auch einmal gebissen, das wäre natürlich der Traum gewesen, zwei in dem Kaliber zu haben. Aber man kann sich nicht alles aussuchen. Die Fische spielen auch noch ein bisschen eine Rolle. Wir stehen aber jetzt direkt neben einem Spot, wo wir noch ein paar Zander jiggen könnten, hoffentlich. Das werden wir jetzt auch probieren. Deswegen fahren wir jetzt einfach ein bisschen links ins Flachwasser. Da sind ein paar größere Steine. Und da geht es jetzt noch mal auf ein paar Zander. Die pelagische Route geht wieder ins Fach. Das Live Scope geht wieder aus. Und das war's für die Power Hour für heute. Bist du ein knallharter Typ? Oder doch ein Softie? Du International, get gummy! We introduce Adventure Fishing and Functional Clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Oh, 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 fuck, Alter, das war ein großer. Ja, aber... Oh nein, nicht Alter. Anhauen. Nee, ich hab nicht, ich hab beim Ziehen kam der. Oh fuck, das war ein Dicker. Das war ein Dicker. Ich gerade gezogen und der wollte bam, voll rein. Aber beim Ziehen, ne? Ciao, Achtung, geh zur Seite, ich muss anhauen. Fisch rein. Oh, guter. Guter. Guter? Ja, besser. Ich muss wirken mit der Spitze mit, die sind da so. Ich habe meine Rute im Wasser gelassen. Das ist einer von dem Schwarm, ne? Also ist ein guter, auf jeden Fall. Ich spring rein zur Not. Ich haken die rein und dann fühle ich weiter, ja? Was ist das denn? Kann das ein Hecht sein, ne? Ich würde sagen, es ist ein Barsch, würde ich sagen. Bis jetzt hat er noch nicht geschickt. So groß, böse geschüttelt, aber ich mache mal Bremse auf, falls ein Hecht wäre.
Aber es ist schon ein Barsch. Ne? Nee, ist ein Hecht. Das ist ein Hecht? Nee, ist ein Zander. Das ist ein Zander. Oh, jo! Aber den nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Den nehmen wir auch. Sehr schön. Schöner Zander auf Zerik. Creature Bait. Nehmen wir. So. Haben wir einen Zander. Kriegen wir ihn auf 64,5. 65. Jawohl. Ziemlich geil. Das ist er. 65 x 1,3 Zetti auf die Jigwip 235 mit Zerik, 35 Gramm Version. Ich glaube, der ist schnell weg, so agro wie der war. Jo. Geil. 65er Zander als Beifang beim Barschen. Das nehmen wir gerne. Der dritte schöne Zander insgesamt. Auch wenn es an der Tabellensituation vorerst nichts ändert, erhöht Bullseye am Nachmittag die Frequenz. Lukas wechselt nach der erfolgreichen Power Hour den Zielfisch. So, Zanderjiggen. Dafür gibt es den RT-Shed in der 4,5-Inch-Größe. In diesem UV Brown Cream, also letztendlich einfach ein Pumpkin Chartreuse von der Farbe her. Marco fischt einen helleren Baitfisch, ich glaube Gardon oder Blueback Herring, irgendwie sowas in die Richtung. Also was Natürlicheres. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, und das macht man nur, weil wir im Event, im Turnier sind, wir parken auf jeden Fall Stinger an die Köder, denn wir haben heute schon ordentlich Verlust erlitten. Das wollen wir versuchen zu vermeiden bei den Zandern. Deswegen kommt ein Stinger dran. Und hoffentlich brauchen wir den nicht, aber hoffentlich. Wir wollen auch nochmal sicher gehen. Wie viel Gramm hast du drauf? 14 für den Moment. Aber je nachdem, wie flach wir jetzt fischen. Aber es ist von der Absenkphase eigentlich wirklich angenehm im Moment. Okay. Lukas on fire. Das ist ja wirklich nach rechts dran. Take your time. Take your time. Jetzt haben wir. Oh, Achtung, die gute. Oh, hab sie. Jo, was ist denn jetzt? Die Route war schon im Sinkflug. Tauchstation. Na, mit die 50 Gramm Kopf dran. Alter. Oh. Das ging schneller, wie gedacht. Das war dein erster Wurf, oder? Ja. Sehr gut. Und da haben wir einen 52er. Ich hoffe, dass hier noch ein bisschen besserer Fisch kommt, da tatsächlich eigentlich der Average der Zander hier auch immer ein bisschen besser ist. Das hatten wir heute aber schon mal gedacht. Wobei dann kam auch der große Hecht, wir haben nur versaut. Also von dem her kommt vielleicht auch hier der große Zander, den kriegen wir dann. Weiter geht's. Zur Full Card. Hier stehen sicher noch ein paar bessere. Auf jeden Fall. Sitzt. Ja. Kleines Upgrade. Auf jeden Fall. Wieder Cranky for Denki. Sehr gut. Ja, ne? Gut. Dann lassen wir schnell frei. Hopp. Wie spät haben wir es dann? Guck doch mal. Papp. Jetzt ist genau 1:30, also 1,5 Stunden noch. Vier, wir haben noch ja. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Schnell, das ist 10 Minuten zu fahren, Barsche vielleicht zu probieren. Vielleicht. Okay. Machen wir 10 Minuten hier, dann Barsche. Okay. Nach Zander, Doppelpack und Full Card standen Lukas und Marco kurzzeitig an der Spitze, bis Gregor sie mit seinem Hecht-Upgrade direkt wieder einfangen konnte. Es geht weiter hin und her, auch bei Team Bullseye. So, wir sind jetzt an dem Spot, wo wir vorhin schon mal waren. Und jetzt haben wir auf jeden Fall viel mehr Futterfische in dem ganzen Gebiet.
und das ist eine potenzielle Großbarsch-Ecke. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde, tendenziell eher eine Stunde probieren. Und wir hoffen, dass da noch ein paar dicke Barsche kommen. Yes, fish. Again? Yeah. Prototype? Yeah. Yes. Oh, oh no! Oh! Oh! Oh. That's a big fish. Ah, oh, putain, c'était encore un gros poisson, ça. Oh non! Le croc, ouais. Again. Oh. Shit. Yeah, yeah, fish, perch. Ooh, good. No, pike. Oh, shit. But it's an upgrade. Yeah. Thanks. You have it? Yeah. At least it's an upgrade. We have 282. This is 80. It's not a monster pike, but anyway, I'm happy with it. It's a small upgrade. I'm gonna do the quick release and then I tell you the secret lure. Good job, Evert! And the secret lure is not a secret anymore. It's the big hula. Of course, I'm tangled. Okay, do it again. And the secret lure is not a secret anymore because it's the big hula. This lure catches everything. Pike, perch and zander. Sollte jetzt auch der Letzte mitbekommen haben. Nays Köder standen heute noch nicht ganz so sehr im Rampenlicht. Ich wechsle jetzt mal vom Venom zum Blade Runner, zu unserem neuen Blade Runner. Die neue Version ist bleifrei. Und vielleicht weckt der die Fische da unten irgendwie auf, weil ich glaube, wir sind am richtigen Spot, beziehungsweise glauben das und nicht das. Aber die Fische wollen irgendwie nicht. Wir sind hier gerade ein bisschen am Verzweifeln. So haben wir uns das Ganze nicht vorgestellt. Aber es kann sich jederzeit ändern. Wobei wir dafür auch nur noch ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit haben. Eine Stunde acht? Eine Stunde acht. Katastrophe. Nicht viel Zeit, um das Blatt hier noch irgendwie umzureißen. Zuversicht klingt anders. Ratlosigkeit klingt so. I don't know. I have no idea. Maybe on the sander spot we have a lot of fish there. Maybe, yeah. We catch and have some. And we know that sanders are there. Yeah, make we go there. Come on, Holland. What is your feeling? No. I think we need a spot patch. Yeah. Huh? No? Google Translate. Schöne Szene. Bei Fish Explorer versteht man sich trotz Sprachbarriere. Truman trainiert derweil sein Reaktionsvermögen, selbst wenn kein Fisch in der Nähe ist. That was fast. I know. Jesus Christ. What the fuck are you doing? Jesus. Nun starten wir die Power Hour, gehen zum Spot und dann starten wir die Power Hour. Wir müssen mit dem Livescope die Barsche suchen, die sind uns schon noch wichtig, dass wir heute sicher einen Barsch erwischen. Wir sind noch ein bisschen planlos unterwegs, aber wir kennen das nicht anders. Das kommt schon gut. Wir nehmen den Platzwechsel zum Anlass, um noch einmal kurz auf die aktuellen Positionen der Teams zu schauen. Steve und Stefan fahren auf dem HV nur ein kleines Stück weiter, um vor allem Barsche zu scopen. Auch die Fisch und Fang und CBC tummeln sich im östlichen Haringfleet. Roughneck befindet sich noch etwas weiter westlich.
Bullseye und Nace sind weiterhin im Volkerrack unterwegs. Im HD fischt momentan niemand. Birger und Gregor wollen in der Schlussphase nicht nur das Board noch ein bisschen upgraden, sondern auch ihrem journalistischen Auftrag nachkommen. Wir nehmen jetzt unsere Power Hour. Eigentlich brauchen wir die nicht, also wir sind jetzt keine pelagische Angler oder schleppen auch nicht heute. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben ein Active Target dabei, hängen das jetzt da rein, eine Stunde lang und angeln ganz normal, werfen. Also Gregor versucht jetzt mal einfach so zu werfen, dass hin und wieder sein Köder im Kegel auftaucht. Das heißt, ihr könnt beobachten, was tut dieser Köder unter Wasser. Mit ein bisschen Glück seht ihr auch mal einen Fisch hinterherkommen. Das ist ja vielleicht mal, dachten wir uns, ganz interessant zu schauen, was macht so ein Wobbler eigentlich unter Wasser? Wie führt man den an einer Kante? Wo genau läuft der dann? Ihr seht das zwar immer über Wasser, da können wir so viel reden, wie wir wollen. Ihr seht es ja nicht unter Wasser. Aber mit dieser Technologie kann man unter Wasser ein bisschen gucken. Ob da jetzt ein Fisch zu sehen ist oder nicht, da braucht man natürlich auch mal ein bisschen Glück. Aber ihr seht auf jeden Fall den Köder, die Struktur, wie genau funktioniert das, wie schnell angelt man da, wie hoch drüber und so weiter. Mit ein bisschen Glück sehen wir da einen Barsch rauskommen oder irgendwas. Ich habe schon Geber gerichtet hier ins Ufer, aufs Uferseite. Und jetzt kann ich schön mir zuerst schauen, wo die Kante verläuft. Wie zum Beispiel hier sieht man, wie die Kante hochkommt. Kann ich die Tiefe ablesen. Da ist ungefähr 4 Meter, 3,5 Meter tief. Ich sehe auch genau, wie weit ist die Kante von mir entfernt. Also am 15 Meter fängt das an, hochzukommen. Und ja, jetzt machen wir ein paar Würfe hier mit dem Crank, mit dem Twitchy. Und schauen wir mal, ob da Fische sind. Ist kein Ultrafisch, aber auf jeden Fall ein Upgrade. Sehr schön. Geil, Mann. Da darf man einen Barsch dazu sagen. Kleiner Barsch, aber auf jeden Fall schöner. 36. Und dann darf er auch wieder schwimmen. Und 10 cm mehr brauchen wir noch. Und der nächste. Ich mach kaputt. Warte mal. 64 dann ja in dem Fall. Den senden wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Wir wechseln jetzt nochmal, wir fahren zu unserem ersten Spot, wo wir den großen Hecht verloren haben. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Fische drumherum und wir müssen mindestens noch einen, besser zwei Fische zwischen 80 und 90 kriegen. Dementsprechend, auf geht's. Mit dem kleinen Hecht-Upgrade übernimmt Roughneck übrigens wieder die Führung und begibt sich für den Schlussakt nun zu ihrem ersten Spot auf dem HV. Steve und Stefan sind währenddessen im Power-Hour-Terrain angekommen. Donc ici on prépare notre matériel, on va changer un peu de technique. On va l'utiliser donc avec le LiveScope. On n'est pas des spécialistes de pêche en LiveScope, hein, il faut dire la vérité. Mais par contre, comme on l'a fait hier, ça nous a servi de repérer vraiment les bancs de poissons. Et bizarrement, on va en avoir besoin, je pense, pour la perche. C'est vraiment le poisson qui nous pose problème, c'est la perche. On n'arrive pas à en faire et je pense que ça peut nous aider à trouver un banc de perche et éventuellement essayer d'encore faire un poisson correct pour la perche. Voilà. Je prépare quand même un gros leurre pour la verticale, hein, pour le pélagique, si jamais on croise un gros cendre ou un brochet, on essayera quand même. Voilà. Quasi eine Hybrid-Taktik. Fish Explorer will Barsche scopen und dabei eventuell noch einen Zander oder Hecht pelagen. Mal abwarten, ob das klappt. Zeitgleich tut sich auf dem Bildschirm von Gregor was. Da ist aber was zu sehen, Birger, gewesen. Aber dicht. So auf die 20 Meter. Sehr, sehr dicht vor dem Steinepackung. Hinten auf dem Flachen, ja, ne? Ja, ja. Man müsste noch ankommen, also wirklich dicht. Fällt mir so halbe Meter Wurfweite. Da, Nachläufer, kommt da. Oh, und da dreht er wieder ab. Ja, oh, da kommt was. Kommt Fisch. Komm. Barsch. Das war Barsch. Ah. Das war Barsch. Ja, ja. Da hast du sogar den Stachel gesehen, oder? Ja.
ein richtiger Klamottenbarsch. Da sind mehrere, Alter. Komm, hier, 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 hier. Hey, wo gehst du hin? Hier. Warum läufst du vom Kescher weg? Oh, Gregor. Oh. Wo geht denn mit der Angel um das Boot rum? Weg vom Kescher. Ich hab schon dem in Schwung gehabt, weißt du? Ja, also, okay. Ich könnte dem nicht ausbremsen. Gut, ja, dann nehmen wir erstmal den Barsch raus. So, prima, ja. Da haben wir doch unser Barsch-Upgrade. Boah, die grellen Cranks, die sind's aber heute, hä? Jawohl. Das ist mein Barsch. So, vorne ist er. 46. 46. So läuft das mit den Hardbaits, Leute, ne? Den meisten von euch wird es klar sein, trotzdem einmal ganz deutlich. Wenn so ein 46er Barsch fast schon beiläufig zur Kenntnis genommen wird, muss es ein außergewöhnlicher Angeltag sein. Gregor und Birger knacken als erstes die 600-Punkte-Marke und holen sich den Platz an der Sonne zurück. Die nun engsten Verfolger machen sich bereit für den Schlussspurt. Wir sind hier an unseren schönen neuen Spot geflogen mit dem Roughneck Renegade. Und das sind Boote, die sind aufgebaut auf einem Speedboot-Rumpf und haben dann quasi einen Bassboot-Design, Bassboot-Deck, Storage-Compartments, einfach Fächer und alles, wie man es aus dem Bassboot kennt. Und das bringt einfach den Vorteil, dass diese Boote brutal fahrstabil und vor allem schnell sind. Also mit dem Boot jetzt hier, das Renegade, ist ein 21-Fuß-Boot. Mit dem 300er Racing hinten dran, was natürlich schon eine ordentliche Kanone ist, schafft das Boot locker 105, 136. Wenn man alles optimieren würde, könnte man sogar schneller fahren. Aber wir sind ehrlich, schnell fahren macht Spaß, an den Spot mit 120 reicht auch und das machen die Boote im Average problemlos. Es gibt da noch zwei weitere Größen, die interessant sind. Das ist einmal die Roughneck Viper und das Roughneck Maverick. Das sind dann nochmal zwei kleinere, einmal 19 und einmal 17 Fuß Boot. Und das Viper, das seht ihr, wenn ihr gut aufpasst, in der YPC Bass, weil der Marc Paczowski fährt einen Viper. Auch dieses Boot ist unfassbar schnell. Mit einer Zulassung auf 250 PS geht das Ding auf über 125 km/h, was natürlich auch heftig ist. Dementsprechend, wer diese Roughneck Boats noch nicht kennt, checkt sie gerne auf Insta, Facebook und Co. ab. Machen mega Bock und sind richtige Angelmaschinen. Der Speed ist schon mal einer der größten Punkte. Hoffen wir nur, dass jetzt auch genauso schnell wie wir ans Boot kommen, die Barsche kommen. Der könnte hängen. Ja, yes, ja, geil, ja, geil, ja, geil. Fetter, fetter, fetter Fisch. Jo. I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. Oh ja, bitte. Sei, das ist 40er, ja. Stay on, stay on. Oh ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Na, doch, knapp. Ja. Sehr geil. Wir machen es wie bei den Amis. Das Maul ist zu und wir haben einen 39er Barsch. And here we go. Sehr geil. Wir haben hier fast in jedem Wurf Bisse, auch von kleinen Barschen. Merkt man natürlich am Zubbeln in der Spitze. Wir versuchen die kleinen gar nicht zwingend anzuhaben, wenn es geht. Die Köder wieder ausspucken, der Köder noch ready ist für die größeren. Und, oh, das war besser. Die nuckeln auch immer wieder mal dran, aber sind echt passiv. Also die brauchen auch eine Zeit, bis dann den Köder auch nehmen. Zuerst komm, beißen sie nur einmal auf watch die out, Schere, gesehen? Ja, yeah. Big one. Unlenkt. Naja, nicht der Riese, aber. Tödri. 34. Geil, also die K läuft. Fisch die. Fisch die auf jeden Fall weiter. Fisch. Dicker? Ne. Aber das Maß hat er auch. Okay. Barsch Nummer 1. Da drüben ist Barsch Nummer 2. Und Zentimeter sind es 30,5. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und tschüss. Was haben wir da? 35 oder kriegen wir auf 36? Das ist 35. Ja. Ah, die Furt. Oben, oben geht. 36. Mal ist zu. And here we go. There we go.
Here we go. Ja, das war das, was wir von der Stelle erwartet haben. Jetzt keine End-40er, wie das unser Kollege Schöne wieder zelebriert heute, sondern Chance auf gute Fische. Über 40, deutlich über 40, aber quasi Klasse über Masse, so übertrieben gesagt. Hier sind halt viele Fische Mitte 20 bis Mitte 30 und ein paar größere dabei, natürlich auch ganz große. Aber ich glaube, mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt in der, was haben wir noch, halbe Stunde ziemlich genau, in der halben Stunde kriegen wir noch einen 40-Pluser. Dann schaut unser Barschbrett schon gar nicht so schlecht aus mit den vier Fischen. Guter Fisch? Ja, gut möglich. Der Einschlag war hart, aber war zu weit. Leider nicht so groß. Aber nein. Alter. Naja, also jetzt nicht der große, der größte, aber der Spot ist, Alter, der Spot ja. Ist verflucht. Also gut, ist nicht so wild, dass wir jetzt den so verloren haben. War jetzt nicht der größte. Ja, aber Upgrade wäre es wahrscheinlich gewesen. Ja. Muss man wirklich einfach so resümieren. Ja, wir haben heute echt Pech, was das angeht. Immerhin nicht ins Auge gegangen. Bei CWC ist man gedanklich schon bei Tag 2. And the problem is now, we have hard time to upgrade. Because the only thing what you can upgrade is bike. Is bike. And on the river, and now it's to eat. Yeah, but that's good. Yeah. That's really good. Fish? Yep, 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 yep. It's a pike. You can take it easy. Small one? Yeah. Okay. It's gone. Oh, I was thinking it was a perch when the bite came. Poo! Yes. Yes. Yeah. good man. Ich gehe noch drauf mit dem Auf und Down, das ist, oh mein Gott. Go. Grey one. Grey one. Yellow. Lange, lange mussten wir auf den warten. Puh. Genau, 58. 58, ja. Yeah. Beim Chicken doch noch ein Zander. Ja, Stein vom Herzen. Jetzt fällt uns noch ein Barsch. Dann haben wir Full Card. Und ich konnte auch noch was fangen. Ha. Nicht nur immer Steve. Gefangen auf den Prey One in Gelb. Ich habe jetzt den ganzen Tag eigentlich wirklich viel gecheckt auf Zander. Jetzt kam er endlich. Bei so vielen gemeldeten Fischen kommt man bei den eigenen manchmal durcheinander. Steve und Stefan fehlen noch zwei Fische zur Full Card. Team CWC hingegen fehlt tatsächlich nur noch der eine Barsch. Well, I did some jigging with a pickled shad. Normally it's really good lure. But maybe go back to the big hula again. You never know. Pike loves it and perch loves it. And even the zander. And I just do like normal jigging. Let it sink on the bottom. Puck. Ewert empfiehlt sich als Hörbuchsprecher. Und Bürger weiß ebenfalls ganz genau, wie die Barsche ticken. Da kommt einer, kommt einer. Oh, da geht er wieder runter. Ja, jetzt sind sie alarmiert, ne? Ja. Das Alarmsystem mit Streifen funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt wissen die genau Bescheid, was hier Sache ist. Jetzt gucken sie sich alles Mögliche an, aber da kam er kurz raus aus der Kante. Mhm. Hast du gesehen? Kam er einmal kurz hochgestartet. Aber das ist immer so. Da stehen 3, 4, 5 Stück. Hoher Angeldruck. Kommst in den Spot rein.
beißt sofort einer und danach wird es schlecht. Ne? Die sind ja noch da, aber dann laufen die nur noch hinterher oder machen noch vielleicht mal kurz ab Fehlbiss. Das Einzige, was man da machen kann, relativ viele Köder wechseln, ganz schnell, weil neuer Köder könnte immer noch mal ein neues Spiel sein. Deswegen wechsle ich nochmal vom Twitchmaster auf den Blushbaron. Mit dem Jigspinner ist das dann manchmal noch so, zack, kann da noch mal einer beißen. Fisch! Yes, Steve! Oh, small fish. What is fish? Oh, small, small, small. Oh, small, small. Small. Oh, big perch! Tu vas la moitié. 23. Good job. C'est le poulet. Ouf, on the tortue chick. Oh, jig. Jig, tortue chick. Hoppa. Fish tail. Ah, okay. Fish tail, yeah. Yellow. Ah. Yeah. Nein, das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht. Guck mal. Ja, da drin. Fisch, Fisch. Nein, besser. Oh, oh, oh. Why? Oh, no. Okay, okay. Let's catch this perch. Ja. Oh, der ist besser. Der ist besser? Kescher, Kescher, Kescher. Der ist richtig Kescher gut. Kescher ist ready. Der ist richtig gut. Entweder quer gehockt oder richtig gut, aber ich glaube. Ja. Sind wir jetzt zum richtig gut? Ich hoffe, unser richtig gut ist irgendwann wirklich mal ein 40er. Ja, aber die verkaufen sich kurzzeitig. Ja, die haben irgendwie richtig Power. Ne? Also. Oh, weißt du, was ich meine? Boah. Ja, muss doch. Das ist die 35 Gramm Chickweb. Also, bist du ready? Ja. Ich löffel dir den weg. Ja, das ist. Das könnte das ist ein 40er. Sein. Jetzt haben wir doch den 40er, den wir in der letzten Abendstunde noch garnieren wollten hier. Ja, immer noch nicht, Tim. Immer noch nicht? Stecken wir 39 fest. Okidoki. Ich fische heute Zerik, Vorfach, dann das Blei, demnach eine lange Montage. Für sowas eignet sich auch eine längere Route. Darum fische ich jetzt hier nicht beispielsweise wie Tim die Cherrypicker mit 1,98, sondern eben Jigweb 2,35. Ist einfach viel entspannteres Werfen, wenn man hinten 70, 80 cm Fahne hat. Dann kann man das viel angenehmer angeln, als wenn man eine kurze Route hat. Das ist dann einfach unangenehm. Hey Daniel! Schön braun aus Sardinien zu. Ja, so wie du. Ganz viel zu sehen. Ja. Wo drehen wir die Videos jetzt eigentlich? Na, da wo der Magic immer passiert. Okay. Ins Studio mal wollen. Boah, das Teil ist so geil. Was ist das Ding? Das kann ich euch verraten. Zwar bin ich im diesjährigen YPC Boat leider nicht dabei, aber im Adventskalender von Hecht und Barsch könnt ihr euch auf mich verlassen. Ihr könnt mit diesem goldenen Ticket einen Angeltag mit mir gewinnen. Alter, was ist das denn? Und das Produkt, nach dem Daniel so gegeifert hat, wird jeder im Hecht und Barsch Adventskalender finden. Es ist eine Ilex-Neuheit, ein exklusives Dekor auf einem Hardbait. Und natürlich ist Gunky auch wieder mit dabei, exklusiv im Hecht und Barsch Adventskalender. Also nicht zu lange warten, denn mit etwas Glück hast du dieses goldene Ticket im Adventskalender und mit Sicherheit die exklusiven Gunky und Ilex Produkte. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und je früher du bestellst, desto größer ist deine Chance auf das goldene Ticket. Ausgerechnet der Lieblingsfisch, zumindest von mir. Dass man sich da so die Zähne ausbeißt und nicht wollen, kann ich nicht nachvollziehen. 10 Minuten vor Schluss jetzt.
Wenn du dann im Kopf hast, da steht uns jetzt schon so viele Fische ausgestiegen. Ja. Jetzt machen wir mal alles auf Nummer sicher. Und machen keine Richtungsveränderung, gar nichts beim Drillen, nichts. Pff, gibt's nicht. Ja, ja. Komme. Ja, guter Fisch. Der beste Fisch. Ja, damit ein Fisch. Jawohl. Finally. Oh Mann. Endlich. Und es ist tatsächlich kein schlechter Fisch. Die 80 dürfen wir auf jeden Fall haben. Lukas, wenn es dir nichts ausmacht, werfe ich weiter, weil wir haben noch 10 Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Keine 10 Minuten. So, Fisch vorne ran. Fisch hinten hat 83. Congrats, Lukas. So. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen muss es schnell gehen. 83, schöner Fisch. Der hat, gut zu erwarten, war noch Dampf. Lukas, Fisch. Oh mein Gott, Fisch. Hey, das gibt's doch nicht. Ohne Scheiß jetzt. Das ist echt. Also das ist doch nicht normal, Mann, ganz das ehrlich. Kann's doch gar nicht sein. Ja, also ich muss einfach fragen, was ich falsch mache oder was los ist. Also klar, auf der einen Seite kann es natürlich immer sein, dass sie vielleicht die Köder nicht so sauber nehmen. Das kann natürlich immer sein. Vorhin einfach wegen den Aussteigern etwas weniger Druck gemacht, jetzt etwas mehr Druck gemacht. Ich glaube, ich muss einfach den Mittelweg finden. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir jetzt noch 5 Minuten haben und dann fischt man auch nicht ganz so konzentriert, um ehrlich zu sein. Daran kann es natürlich auch liegen. So viele Aussteiger kratzen am Selbstbewusstsein. Der Blick aufs Tableau wird Marco aber dann vielleicht doch besänftigen. Roughneck schiebt sich noch einmal etwas dichter an das Team der Fisch und Fang heran. CWC bleibt trotz längerer Flaute stabil auf Rang 3 und sowohl Fish Explorer als auch Bullseye sind nach den letzten Fängen an Mace vorbeigezogen. Den angekündigten Ü40er ist Markus uns allerdings weiterhin schuldig. Wird's noch was in den letzten paar Minuten? Nein, nicht klein. Guter Fischchen. Bist du da? Scheiße. Alles gut. Ich bin hier. Das ist der 40er. 42er. Told you so. Schau mal, wie groß der ist. Lass es über die 40 gehen. Warte mal. Nein, warte. Jetzt müssen wir schauen. Ich glaube immer noch nicht. Nee, ist er nicht. Ja, nee, ist er nicht. Ja, ja. Catch on. Achso, ich catch on selber. Mach du. 39 und goodbye. Doch, brauchen wir schon einen Kescher. Was ist der kleinste von uns jetzt? 36, ne? Ich glaube, den brauchen wir schon nicht mehr, aber ich zur Sicherheit mal. Der nächste Fisch, ich denke zu klein. Ja, 33, 34. Und liebevoll darf er wieder schwimmen. Jawohl. 5 Minuten weggehen. Oh. Schnell, schmeiß irgendeinen Köder ins Wasser, egal. Schnell, schmeiß irgendwas rein. The time flies. Huh? When you have fun a bit, the time flies. Yeah, it's always like that. Today, pommes. Ja. Eat pommes later. Pommes. Ja, das ist auch eine Scheiße. Das ist er. Also warte, könnte er sein. Also kein Monster, aber der Beste von heute vielleicht. Mhm. Und ich hab's gewusst, hab gesagt, lass uns mal rausfahren, hier sind zu kleine Fische. Oh, ja, ich hoffe, dass ich könnte denken, dass das ist. Oh ja, rechts. Wo kommt der? Jetzt kommt der. Das ist im Arsch schon wieder. Jawohl! Komm! Im Moment, mach! Fast bis. Ja! Ist noch nass hier alles. Und da ist der Fisch, endlich. Endlich einer, der über die rote Linie passt. 44. Geil. Geil. Sauber. So ein schöner Fisch. Und das vor allem 3 Minuten vor Schluss auf die Cherry Picker am Free Rig. Diese Route ist einfach nur geisteskrank für die Rig-Angelei. Ich liebe einfach die Cherry Picker und dicke Barsche auf Rigs angeln. Hier. Oh.
ist einfach nur geil. Und da ist er auch schon wieder weg. Naja, dann macht's eben Tim. Zur Schar 39er gesellt sich am Ende noch ein schöner 44er Barsch und rundet nicht nur Bullseye-Tag, sondern zugleich auch diesen äußerst ereignisreichen ersten Angeltag der Gruppe A ab. Wir hören rein, wie die Teams ihre bisherige Leistung einschätzen. Jetzt ist mein letzter Wurf, der zweite Episode. Ich würde sagen, damit können wir uns schon mal vom Lake Day verabschieden, oder? Ich bin mehr als zufrieden. Ist super gelaufen. Heute die Dinger hier so rausgecrankt, das war ein Wahnsinn. Ja, ja, vollkommene Maschine. Hab ich tatsächlich schon das heute gesagt. Gestern haben wir das Angeln gehasst, heute lieben wir das Angeln. Ja. Haben wir beide schöne Fische geliefert. Muss man sagen, war ein super Tag. Ich bin total gespannt, was passiert in die Episode Nummer 3. Genau. Ne, am Fluss. Ja, dann sehen wir uns da wieder, ne? Am Fluss. Alles klar, wieder einschalten. Bis dann. So, Marco, den Wurf hättest du auch sparen können. Echt? Ist durch? Ja. Offiziell 15.30 Uhr und 12 Sekunden. Wir sind drüber. Also, wenn jetzt beim Einholen noch einer beißt, jo, dann wird es zum Tag passen. Marco, echt jetzt? Ich mach keine Witze. Das gibt's nicht. Aber hast du die Glocke gehört hinten? Ja. Die war nach dem Wurf. Ich habe keine Ahnung, wie sich's verhält, um ehrlich zu sein. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe geworfen und dann habe ich die Glocke gehört. Ja, also der Wurf war safe. Der Wurf war auf jeden Fall vorhalber, das weiß ich. Weil ich habe noch aber zu dir gesagt, ich lasse das andere den Wurf entscheiden. Hätte ich sparen können, da waren es irgendwie 54 oder sowas. Ja. Genau. Ich wollte dir gerade noch original sagen, ach, ich werde jetzt einfach noch schnell auswerfen und also quasi reinholen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt den Fisch fertig, dann nehmen wir alles auf und dann schicken, rufe ich halt mal Toni an. Absolut. Und das und ich meine, für mein Bauchgefühl war das jetzt wichtig, den noch zu landen. Das ist ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das durch einen durchgeht. Da wirfst du und wirfst du und das ist auch noch genau mein Ding, diese Angelei, dieses Hechtfischen, mit, also auf Hechtangeln mit den großen Ködern. Und dann hast du so gute Bisse und sie bleiben nicht hängen. Was haben wir? 76. Ja. Abschlussfisch. Schöner Abschlussfisch nochmal auf den allerletzten Wurf von Marco und den 76er noch. Nach der kompletten Nummer von heute, wie viele Hechte wir verloren haben, hat er sich auch wirklich reglich verdient. Danke, dir hat Spaß gemacht heute. Also, lassen wir den letzten für heute gehen. Und in dem Fall machen wir einen Abgang. Ja. Wenn man sich den Ententeich anschaut, dann kann man sich nicht vorstellen, was euch in den nächsten Episoden bei den anderen Gruppen erwartet. Das soll nämlich richtig windig werden. Wir drücken die Daumen, dass es trotzdem für die Jungs fischbar ist und dass es ein schönes Event wird für jeden. Und wir machen es jetzt auf den Heimweg. Spaß gemacht. Wir müssen sehr viel aufholen am zweiten Tag, was sehr schwer wird, weil wenn man es heute nicht gut gemacht hat, dann wird es jetzt am nächsten Tag umso schwerer, weil wir nur Flüsse beangeln dürfen aufgrund der Wetterlage. Und man muss ganz ehrlich sagen, man fängt hier schon die dicken Fische. Ich hätte jetzt keine Idee, wo wir große Zander, große Hechte und noch zwei große Barsche fangen würden. Aber wir werden trotzdem alles geben. Wir wollen definitiv trainieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wa? Vielen Dank. Liken, kommentieren, abonnieren. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ich bin heute, glaube ich, ziemlich sicher 20 Jahre älter geworden. Aber ja, Full Card. Alles gut, alles gut. Surtout pour une première pour nous, hein. C'est la première, notre première participation à un tournoi comme celui-ci, hein, surtout l'YPC. On s'était donné un but, c'était d'avoir une full carte après deux jours de pêche, et on l'a le premier jour. Voilà. Ja, ja. Oui, 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 oui. Das wird schon stimmen, was er sagt. Day 2. Arrival. Yes. Yes. Well, we did what we could. We didn't fill up the car today, but that was on purpose. Because no, I mean it. Because the, yeah, of course we lost a few pikes perches, but our game plan was to fish the last hour for big pikes. Yeah, of course. But and we skipped the perch. We didn't succeed for that one, but that was the choice. Yeah, yeah, because yeah, we think that on the river day we can catch the perch anyway. Of course, but it's always nice to have it clean and full, because then you can just go for the upgrade and so on. Now we are forced to hunt for that perch.
Yeah, much. But it, on the river, I know many spots, so of course, it's not a big task, I guess. But you know, if we had the 45 perch now, we could go for big bite all But if all I won the lottery, I was a millionaire. But that's fishing, guys. Yeah. It's so, like this, we had some luck, we caught a really nice perch and a decent sander, but we lost also some decent fish. But that's fishing. Yeah. I had a really good day with you, as always, my friend. We are the Catch with Care. Of course. Yeah, and tomorrow we're gonna take them. See you then, my friends, okay? Bye-bye! Und dann kam noch der 44er beim Tim jetzt gerade. Perfekt, das ist eigentlich alles, was wir von der Stelle erhofft haben. So, vielleicht hätte man das von Anfang an fischen müssen, dann wäre vielleicht noch ein größerer Fisch dabei. Aber all in all, wir haben 6 Fische in der Wertung. Ja. Super, wir haben einfach, ja, das, was wir am nächsten Tag machen wollen, geht komplett auf. Geht auf und solide Fische. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns am Tag 2. Morgen gibt es eine Mütze mehr Schlaf für uns. Wir sind recht runtergekämpft von der ganzen Vorbereitung. Aber bis bald in Team Bullseye, over and out. Folge 3. In der Abmoderation hat man gemerkt, dass es nicht nur ein fischreicher, sondern auch sehr anstrengender Tag war. Den verdienten Tagessieg holt die Fisch und Fang vor Team Roughneck, deren letzter Hecht übrigens nicht zählt, da der Biss erst nach dem Alarm erfolgt war. Markus' Tag aber auf jeden Fall etwas versöhnlicher ausklingen lässt. Truman und Ewert folgen mit starkem Bord. Nur eben noch ohne Full Card auf Platz 3 vor Steve und Stefan von Fish Explorer, denen anders als gerade behauptet ebenfalls noch ein Fisch zur vollen Karte fehlt. Bullseye dahinter hat nach CWC den besten Fischdurchschnitt, allerdings noch 2 freie Spots. Und die Favoriten von Nace rangieren am Tagesende überraschend auf dem letzten Platz. Das will aber noch längst nichts heißen. Sollte der River Day auch nur halb so spektakulär werden wie dieser erste Angeltag, erwartet uns in Gruppe A ein richtig heißes Finale. Erst einmal sind aber die anderen dran. Am kommenden Sonntag zeigen wir euch die erste Hälfte des ersten Angeltages in Gruppe B. Mit dabei YPC-Boot Serientäter Simon Thorenbeek, der in diesem Jahr mit dem amtierenden Predator Tour Champion Jelle de Jong antritt. Daniel Andriani, der nach dem überzeugenden Bass-Triumph den nächsten großen YPC-Clou plant. Und Shimano Wildcard-Gewinner Peter Schmidt, der sich für sein Debüt unter den Profis einiges vorgenommen hat. Daneben sind mit Frank Schaper sowie Sebastian Bienapfel und Sascha Totenhausen auch gleich noch mehrere Publikumslieblinge am Start. All in all also reichlich Gründe, am nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder einzuschalten. Bis dahin ganz viel Erfolg am Wasser und wir freuen uns wie immer sehr über Likes oder Kommentare von euch. Ciao!